Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Und ich bin gerade auf dem Rückweg zu meinem Schiff. Oh, verlassenes Gebäude. Ach so, da waren wir ja schon. Muss er aber auch nehmen zum Aufladen. So, wie sieht's denn aktuell aus? Also wir haben 250 Eisen. Wäre es eigentlich sinnvoll, noch ein bisschen Eisen mitzunehmen? Auf 500 das Deck voll kriegen. Das können wir alles noch nicht abbauen. Aber das da. Ja, das ist mir schon klar. Nein, 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 geh weg. Kusch, kusch, kusch. Ah, ich bin alle nicht schuld. Ich bin unschuldig. Ja, macht euch ab. Alles gut, lebt doch noch alles. Nichts gemacht. Los mit denen. Da. Wie sieht's denn aus? Ja, haben wir schon ein bisschen Geld verdient jetzt. So.
Können wir noch Wie sieht's hier aus? Ja. Ja, also wo ich meine Testaufnahme gemacht habe, bin ich in einer besseren Welt gelandet. Aber, ja gut. Ja, das ist eben das Coole daran, also an No Man's Sky, finde ich jedenfalls, weißt du? Wenn man jetzt, ich habe halt eine Testwelt gestartet, wusste halt nicht, wo ich lande. War ein friedlicher Planet und alles, war schon soweit in Ordnung. Ich meine, hier, und wir haben einen Meilenstein. Ich habe aber in der ersten Folge gesagt, dass es ein bisschen... Die ersten paar Folgen sind halt wirklich langweilig, aber mir macht das Spaß, so ein bisschen abbauen, dann später in der Galaxie rumzufliegen. Richtig schon. Ja. Oh, schade, geht leider nicht. So, da haben wir noch mal Eisen. Planeten. Das ist auch schon offen. So. Dann setzen wir uns mal in die Resam rein. So, wir brauchen Zink, 20. Oh, oh. Ich habe den ganzen Zink aufgebraucht. Nein! Rein, dann können wir das noch wegpacken. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, habe ich echt jetzt gar nicht drauf geachtet, dass ich 20 Zink dafür brauche. Aber da hinten haben wir Zink. Ja.
Ah! Da haben wir noch Zink. Können wir noch mal schnell ein bisschen. Achso, das ist. Das Plutonium kommt mir eigentlich sehr gelegen. Okay, Schiff ist außer Reichweite. Aber wir haben Zink. Okay. Naja, also ich werde auch hier noch durchnummerieren. Also ich werde den nicht unbedingt der Playlist jeder Folge einen Namen geben. Ja. So, dann können wir eigentlich die Technologien aufladen. Habe ich schon wieder fast 500 Plutonium? Also Plutonium ist der richtig gut hier.
So, im Normalfall könnten wir eigentlich losmachen, oder? Ja, Blitzwerfer. Das ist 10% Bergbau. Wir gucken mal kurz nach ein paar Upgrades. Ja, also da haben wir auch noch die grüne Umrandung drunter. Schaden plus 0,1, Bergbauenergie plus 0,2. Weil wenn das nämlich so rot umrandet ist, wenn wir jetzt da kriegt man nämlich noch mal einen extra Bonus. Nehmen wir das mal kurz raus. So, jetzt haben wir hier. Schaden 2,0 und 3,0. Wenn wir jetzt Technologie machen. Ist ja egal. Ja, 2, jetzt haben wir 2,1 und 3. Und dann nochmal 0,2. So. So, im Prinzip könnten wir eigentlich los. Bergbaustrahllaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeug-Inventar des Nutzers. Okay. Mobzeile. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses wie waren das nochmal?
Genau, also wir brauchen Elektronendampf. Das müssen wir dann auch noch herstellen. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Subventionsflüssigkeit, dass wir die herstellen können. Dann müsste man, glaube ich, den Elektrodampf herstellen. Oder diese Subventionsflüssigkeit auf jeden Fall. Dafür braucht man halt diesen Bauplan. Vielseitig wird es in der gesamten Galaxie für Exo-Anzug die Werkzeuge und Raumschiff-Technologie verwendet. Okay. Ja, das zinkt immer noch auf jeden Fall noch mit.
Wartet mal kurz. So, wartet mal. Ah. So, den Signalbooster brauchen wir auf jeden Fall. So. Alles klar, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.